dass wir jetzt so zu den nackten Tatsachen etwa ins Fernsehen kommen. Ja, hallo, Andro. Segelmeier, guten Abend. Ja, guten Abend. Nö, wie ist denn mein Name? Bitte? Wie ist nochmal Ihr Name? Mein Name ist Andro. Hm. Mhm, hast du eine Frage? Ich glaube, da bin ich falsch verbunden. Scheiße, das passiert mir andauernd. Naja, egal. Essen hält einen sowieso nur vom Fernsehen ab. Ich glaube, heute kommt auch was Interessantes, Neues, sowas Witziges mit Krankheiten. Gesundheitsmagazin Dünnschiss oder Talk im Darm oder sowas. Der Vollwert-Tipp. Diesmal von Howard Carpendale. Jetzt in Praxis. Zu unserem nächsten Beitrag. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Sendung? 96% der Deutschen würden lieber 2 Tage allein mit Wolfgang Lippert im Fahrstuhl stecken bleiben, als sich das hier anzusehen. Deshalb zur Aufbesserung unserer Quoten in Zusammenarbeit mit RTL Dödelvision die erste chirurgische Eingriffsshow des deutschen Fernsehens. Operier mir. Jetzt wollen wir aber gerade diese Gelegenheit und diese Erlaubnis auch nutzen. Ich darf die Patientin Frau Groh fragen. Ich habe das ja mit Ihnen vorher besprochen, ob ich einfach mal fragen darf. Eine halbe Stunde gut läuft ja die Operation schon, Frau Groh. Wie geht's denn? Ja, wie geht's? Haben Sie was gemerkt von dem Eingriff? Ja, kaum was. Ganz prima. Millionen Menschen, Frau Groh, drücken Ihnen die Daumen. Alles, alles gut. Und wir werden jetzt die Möglichkeit haben, einmal die einzelnen Schritte zu zeigen und auch die Frage zu klären, wo die Zukunft des künstlichen Gelenkersatzes, der künstlichen Hüfte liegt. Ja, wo ist denn das Kätzchen, das reizende Kätzchen? Na, wo, wo, wo? Wo hat es sein Kätzchen, das reizende Kätzchen? Na, wo, wo? Das Kätzchen, das reizende Kätzchen zu sehen, so sehen. Kätzchen, hier ist euer Kätzchen, das reizende Kätzchen. Und kackte hinter die Hecke. Herzlich willkommen bei Bitte meide mich. Vor 41 Jahren lernte die freiberufliche Dachdeckerin Helga K., 32, ihren verschollenen Schwippschwager Enrico kennen. Ohne zu wissen, um wen es sich handelte, hatte der junge Tierverwerter sie besucht, um ihren Pudel zu entsorgen, den sie versehentlich mit dem Heizkissen verwechselt hatte. Jetzt, nach 114 Jahren, sucht Helga verzweifelt nach Enrico. Aber wahrscheinlich ist er schon lange tot. Zum nächsten Thema. Die Wiese, du warst vorhin ja hier und hast mich wollten besuchen, leider war ich nicht da. Die alte Frau, die da ja das sie jemals, hat das leider vergessen. Liebe Ilse, melde dich bitte. Stellen Sie sich das einmal vor, ein Lebenszeichen der Schwester nach 58 Jahren und dann hat der Hund die Haftcreme gefressen. Welch heitere Tragödie. Aber während der eine Mann seine vermisste Schwester und einen zuverlässigen Gebissreiniger sucht, findet vielleicht ein anderer in der Kunst die große Liebe und die verlorene Romantik. Ich bin Videograf, ich habe also sehr viele Videoaufnahmen gemacht von Veranstaltungen und so weiter. Und natürlich auch in meinem Intimbereich habe ich sicher die ein oder andere Videoaufnahme gemacht, um festzuhalten im Bild, wie man ist, was man tut, auch für später. Wer darf denn die Aufnahmen dann sehen hinterher? Nur ich und meine Partnerin. Meistens ich. Womit der Rest der Welt ja nochmal Glück gehabt hat. So viel zum Thema, wozu brauche ich ein Gehirn? Ich habe doch schon einen Schnurrbart. Aber falls Sie gedacht haben, schlimmer geht's nimmer, ich habe da noch eine kleine Überraschung.